Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Immer noch auf der Insel, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Moment, wo ist die Leiche? Da. So, ich will nur noch die Schatzkarte, dann können wir eigentlich auch schon wieder gehen. Yeah. Plan Harpunestufe. Marihuana Island. Ich muss auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr, weil ich habe ja schon, glaube ich, ein paar davon. Wie viele habe ich denn? Eins? Drei Stück. Drei Stück habe ich. Hier gibt es einen Plan und hier gibt es Schätze, vermute ich mal. Ich weiß natürlich, 749... 6,25, da muss man natürlich auf der Karte gucken, wo das ist dann. Oh, hier ist... Ah, da fahre ich sowieso hin. Juhu. Okay, cool, da fahren wir auch noch hin. Das heißt, hier können wir einen Schatz entdecken. Hier nicht. Ich habe auf jeden Fall noch 1,49, aber 1,49 ist ja eher hier unten. Ach du heilige Scheiße, das ist ja voll am Arsch der Welt, ey. 179. 179 ist aber nichts. Das hier dann. Das könnte es sein. Und 225, ne, genau. Also auf eine Insel. Oh, es stürmt. Auf eine Insel fahren wir auf jeden Fall noch. Wo wir etwas finden können, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das ist aber jetzt nicht die nächste, sondern die übernächste Insel. Warte mal. So, wir fahren nämlich jetzt hier hin. Hier ist so nämlich noch ein Auftrag dann auch. Den machen wir auch. Ich nehme ihn zumindest an. Und hier gibt es ein Schätzlein zu entdecken. Aber erstmal wieder in Segel stechen. Oh, die See ist unruhig. Ich finde es eigentlich cool, dass hier... Wobei ich nicht weiß, gibt es hier einen richtigen Tag-Nacht-Wechsel oder ist jetzt halt ein Sturm? Ja, aber wäre interessant. Warum steht nicht, soll da hinsegeln? Ach so, da ist Salt Key. Ah, das ist so weit weg. 6500 Meter zeigt er an und darüber nicht mehr. Okay. Ach guck mal, hier können wir auch nicht schneller fahren. Wir sind jetzt, hier ist Top Speed. Die Reisegeschwindigkeit noch mehr erhöhen geht nicht. Alles klar. Noch am Leben, denke ich. Na, dann nehmen wir ihn mal mit. Ich bin ja fast über ihn rübergefahren. Habe ich ihn mitgenommen? Nein, ich habe ihn nicht mitgenommen. Ah, dann muss ich nochmal zurück. Da müsste man eigentlich den Anker in den Boden rammen. Und dann kann man besser drehen. Ah, es klärt sich auf. Ah, war nur ein kurzer, kleiner Wolkenbruch. So, zack. Ach guck mal, aber wie sich dann auch die Meer das Meer gleich beruhigt, das ist echt nice. Ich bin echt immer noch beeindruckt von dem Spiel. Sieht bombastisch geil aus. Ich glaube, das kommt bei YouTube, bei euch jetzt auf dem Bildschirm gar nicht so geil rüber, wie es eigentlich ist. Weil YouTube scheiße ist. Ja, wenn YouTube einen geileren Player hätte, dann könnte man das auch echt alles sehr geil nachstellen oder könnte man das sehr geil zeigen, aber das wird extrem krass einfach nochmal komprimiert. Das ist schade eigentlich, muss ich sagen. Selbst mit Original ist das nicht annähernd original, also oder mit 1440p kommt nicht mal annähernd daran, was man hier hat. Da kann man so viel, da könnte sich das Original-Ding wahrscheinlich hochladen, das wäre immer noch nicht so. Also... Schade eigentlich, muss ich sagen. Sehr, sehr schade. Eine Taverne gibt's, da gehen wir mal hin. Assassin. Ah, hier gibt's zwei. Da muss es aber auf der Insel sein. Weil die können ja wohl nicht erwarten, dass ich da nochmal zurückkomme. Wenn ich an den Arsch der Welt gefahren bin. Oh, warte. Oh, wo ist denn der? Hier ist irgendwas. Was ist denn hier? Was ist TR? Was bedeutet das? Ich muss jetzt auf der Map gucken. Hier, der Hafenmeister. Wo ist der Hafenmeister? Alter Arsch. Musst du unerwünschte Aufmerksamkeit loswerden? Halt die Fresse.
Wo ist der Hafenmeister? Du bist der Hafenmeister. Warum stehst du da? Du stehst gar nicht. Willst du in Frieden leben, mein Freund? Bestechen? Wer bist du? Was machst du? Was willst du von mir? Ich weiß, dass ich Edward bin, verdammt. Ich muss hier kurz weg. Wer genau ist das? Ach so. Musst du verschwinden. Ja, komm hier. So. Wo ist der verkackte Hafenmeister jetzt hier? Und du Scheiße. Er ist weg. Warum ist er weg? Warum? Das kann doch nicht sein. Der soll hier sein. Hafenmeister, du bist scheiße. Oder kommt der erst, wenn wir in Salt Key waren? Das kann auch sein, weiß ich nicht. Hey! Nix, hey. Hey zurück, Junge. Ah, es gibt wieder Stress. Ich merke schon. Kein Problem. Ha, kannst du knicken, Junge? Ich bin ein Pirat. So prügelt man sich. So. Das war's schon. Voll unspannend. Oh, Moment. Oh, Moment. Das hole ich mir. Ich war noch gar nicht auf dem Aufsichtspunkt, verdammte Scheiße. Da muss ich hin. Aussichtspunkt, wo bist du? Da hinten. Und dann gehen wir zu dem Assassinen-Auftrag. Denke ich. Ja, doch. Ich hoffe, das ist hier auf der Insel. Ey, wenn das am Arsch der Welt ist, komme ich dann nicht nochmal zurück. Vielleicht irgendwann, aber... nicht hier. Jetzt, sofort, also... lassen wir uns mal überraschen. So, synchronisieren erstmal. Und auch das sieht wieder so cool aus. Mit unserem Schiff. Jawohl. Kann ich hier runterspringen? Ja, ich kann. Ob ich es überlebe, ist eine andere Sache, aber wir überleben es natürlich. Weg da, weg da, weg da. Wir haben keine Zeit. Ich muss mich ein wenig beeilen. So, hier. Ich bin mal gespannt, ob das Ding hier auf der Insel ist. Ansonsten wäre das ziemlich scheiße. Also eins hier, sag ich mal, auf der Insel, das andere vielleicht irgendwo anders. Dann ist okay, aber... aha, wir sind hier. Wir müssen jetzt hier wieder zurück. Auf die Wildschweininsel. Ziel der Wilderer. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum kann ich nicht per Schnellreise hin? Muss ich dafür auf dem Schiff sein? Ich will es mal kurz probieren. Wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist in die Richtung. Ich nehme mal das Boot da. Ab. Zurück zum Schiff. Vielleicht geht das erst jetzt. Dann wäre es natürlich okay. Aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich keinen Bock, hier mal hin und her zu fahren. Nur weil die meinen, ha, jetzt musst du da einen töten. Ich habe die ganze Zeit falsch gedrückt. Nein! Schnellreise ist nicht verfügbar. Ach Mann. Vieren und Fahrt aufnehmen. Jetzt muss ich nochmal zurückfahren, ey. Das ist doch unglaublich. Wohne, Scheiße. Und dann werde ich aber den nächsten Auftrag nicht machen. Kannst du knicken. Dann wird es schon eigentlich kein... ich finde es blöd, dass ich dann zurückfahren muss und nicht mal hier Schnellreise anmachen kann. Das ist doch doof. Nächstes da. Wir fahren jetzt erstmal hier und dann fahren wir von da direkt dahin. So. So sieht das aus. So und nicht anders. Da ist auf jeden Fall ein Seemann in Nöten. Den werden wir natürlich helfen. So. Gerettet. Ja, das finde ich blöd, dass ich da nicht per Schnellreise einfach hin kann. Oh, da ist noch einer. Auch den haben wir gerettet. Und es fängt wieder an zu regnen. Ah, die greifen uns nicht an, wenn wir die nicht angreifen, ne? Besser ist das, besser ist das. Das wäre noch schöner, ey, wenn wir hier einfach nur langfahren und die greifen uns, wir geben zipp und zapp an. Achso, ja, jetzt stürmt es natürlich. Jetzt dürfen wir nicht mehr schnell fahren.
Und genau hier muss ich wieder rauf, ey. Das gibt doch nicht. Ja, das. Ah, Bergungsgut, das müssen wir uns holen. Das. Ja, ist unsere Beute. Ah, der Hafen ist direkt vor uns. Schön. Immerhin etwas. Ja, aber im Grunde, ich meine, die sind cooler gemacht, aber es ist ja auch immer dasselbe. Wie in anderen Assassin's Creed Teilen eigentlich auch, dieser komischen Aufträge. Töte den und du kriegst Geld. Man kriegt immer 1000, okay, das ist ja nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Aber ob man das Geld wirklich braucht, das ist natürlich eine andere Sache. Man hat die Fresse. Kann ich nicht eigentlich mit dem Boot einfach hier schießen, ey, ohne Spaß? Was ist los? Probieren wir jetzt mal. Anonym werden, um interzuagieren. Interzuagieren. Nein, lass mich nicht töten. So, weg mit dir. Nimm mal die Waffe. Scheiße, den treffe ich nicht. Interessiert ihn auch gar nicht. Das ist interessant. Warte. Ich muss nachladen. Warte. Warte. Ich muss doch nachladen, Junge. Okay. Ich glaube, du willst nicht warten. Komm schon. Verteidigung durchbrechen, los. Und jetzt töte ihn. Ach verdammt, ich habe nicht nachgeladen, so eine Scheiße. Komm her. Bam. In die Fresse. Und für dich geht's auch in die Fresse hier. So sieht's nämlich aus, mein Freund. Was ist da hinten? Ich sehe da hinten ein Segel. Headshot. Naja, nicht wirklich, aber... Schultershot zählt auch. Oh, guck mal, hier ist eine Truhe. Ja, ich weiß, du da hinten, du willst mich töten, aber das ist mir egal. Wir machen einfach so und dann bist du nämlich weg, so. Schmeißen wir die Waffe mal weg hier, die Flinte brauchen wir nicht mehr. Scheiß hier. Da unten. Da. So regelt man den Shit. Dann holen wir uns noch ein bisschen Beute und dann wieder zurück aufs Schiff. Hier will ich weg, hier regnet es, das ist blöd. Ich möchte lieber wieder in das schöne karibische Wetter zurück. Jetzt werde ich mich direkt hier hinsegeln. Und hier gibt es auch einen Schatz zu entdecken. Oh. Verzeihung. Ja, Moment, ich muss erstmal drehen. So, ich habe gedreht. Also ich finde cool, dass man hier auch Galionsfiguren und sowas machen kann. Ist schon echt nice gemacht, das ganze Ding. Oh, warte mal, das... Bergungsgut, da muss ich hin. Masseltopf-Segel. Alle Segel setzen, Jungs. So, komm schon, wir sind doch nah genug. Lass mich das jetzt einsammeln, sofort. Steuerbord, Captain. Treibgut, genau. Oh. Er stürmt. Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht irgendwann in einen Hurricane. Beziehungsweise, ich hoffe, dass das gleich wieder aufhört, wenn wir weit genug weg sind, dass dann wieder schönes Wetter ist. Die See erhebt sich. Ah, nee. Sag nicht, Junge. Nein. Bei diesem stürmischen Wetter möchte ich das, ehrlich gesagt, nicht tun. Oh, aber es ist schon geil gemacht, auch wie das Schiff sich hier dann... zur Seite dreht und so. Ach, jetzt weiß ich auch, wer er wieder ist. Der angebliche Captain. Von, ah, cool. Hier ist nämlich kein Sturm, da hinten aber. Da hinten kommt ein Hurricane. Hilfe! Hurrikane, wir müssen weg.
Aber ich, na gut, hier ist ja eh kein Sturm. Ich glaube, der kommt sowieso nicht her. Aber ist doch cool mit den Hurricanes, muss ich sagen. Ist schon geil gemacht. Also das ganze Spiel gefällt mir bis hierhin extrem geil. Da kann ich gar nichts anderes sagen. Es sieht einfach geil aus. Selbst wenn es scheiße aussieht, sieht es noch geil aus. Also damit meine ich, wenn es stürmt, sieht es immer noch geil aus. Selbst das haben die extrem cool gemacht. Ich glaube, das kommt bei YouTube echt nicht so cool rüber. Also vor allem... Ja, wenn es regnet, sieht es, glaube ich, nicht so cool aus. Habe ich mir ehrlich gesagt selber noch gar nicht angeguckt. Weil so viel geregnet hat es in der letzten Aufnahme-Session noch nicht. Ja, wir werden hier mal anhalten, ne? Ja, nochmal an. Relativ nah dran. Oh, cool, warte mal. Oh nein, hier gibt es nicht so ein Seil. Doch, hier gibt es ein Seil. Kann ich damit drüber? Kann ich da so einfach? Ne? Schade. Na gut. Wenigstens relativ nah ran an die Insel. Damit ich nicht so weit schwimmen muss. Okay. Oh, hier gibt's Hirsche. Brauche ich Hirsche? Es könnte durchaus sein, dass ich Hirsche brauche und dann ich töte sie einfach. Scheiß drauf, ich töte sie einfach. Was leuchtet denn hier? Nix. Nix leuchtet. Hier kann ich hoch, dann gehe ich da hoch. Das ist ja nur eine kleine Insel. Eigentlich kann man hier alles abgehen, ne? Finde ich. Oh, hier gibt's... Oh, hier gibt's Feinde. Okay. Schatzkarte. Stimmt, ich kann die Schatzkarte, werde ich auch gleich benutzen. Ach, guck mal, da sind sie. Vielleicht suchen die auch den Schatz. Wer weiß. So, dann wollen wir die Schatzkarte kurz öffnen. Das ist natürlich die Frage, großer Felsen, Bäume, Tralilu, Tralila. Was ist da hinten? Da ist auch eine Schatzkarte, warum ist da eine Schatzkarte? Verstehe ich nicht. Und warum kämpfen die da? Verstehe ich auch nicht. Ich muss ihnen helfen. Los, spring einfach runter. Genau hier, bam, und er überlebt das. Schon klar. Los. Junge, du hast eine Waffe, warum nimmst du die nicht? So, hier, Schnauze. Kann ja wohl nicht wahr sein, sowas. Ach, das muss ich nachladen, so. Ach, du willst auch kämpfen? Ja, dann komm her, töte ich dich auch. Hier, in die Fresse, Junge. So. Tja. Moment, wo ist denn das Datenfragment? Ach, da. Jawohl. Wie gesagt, wenn ich schon mal da bin, kann ich es ja auch holen. Und hier ist nichts. Da hinten wurde mir irgendwas angezeigt. Ich weiß aber nicht, warum. Also auf jeden Fall eine Schildkröte. Oh, da liegt eine Leiche. Hat der. Auch eine Schatzkarte. Interagiere mit der Leiche. Los. So gefällt mir das. Okay, noch eine Schatzkarte. Von 442-118. Interessant. Eigentlich aber uninteressant für den Moment, denn wir müssen ja hier gucken, wo das sein könnte. Das ist die Form der Insel. Ist das wirklich die Form der Insel? Naja, fast. Also hier oben irgendwo, würde ich mal eher sagen, ne? Fast schon, ja. Ach, näher kann ich nicht ran. Scheiße, aber das, ja doch, haut hin. Wenn wir ein bisschen den Strand lang gehen. Ich habe die nicht getroffen. Ist sie tot? Ach, die ist tot. Kaum eine Veränderung. Ohne Spaß. Kaum eine Veränderung, als ob sie lebt. Ich kann aber mit der nichts machen. Toll. Tut mir leid, Schildkröte. Ich dachte, ich kann irgendwie was machen mit dir. Ich wollte es mal aus... Ein Hirsch. Verdammt, von hier kann ich ihn nicht treffen. Bleib stehen, du Hirsch. Bam. Ich muss gucken, ob ich den gebrauchen kann. Ja doch, hier ist ein riesen Felsen. Das könnte schon gut sein, dass das hier ist. Aber erstmal häuten wir den und schauen nochmal auf die Schatzkarte. Oder auch nicht. Hilft mir eigentlich das Adlerauge auch dabei? Beim Finden der Schätze. Warum leuchtet die so? Achso, einfach nur so. Okay. Ist noch ein Hirsch. Töte ich den auch? Der ist weg. Hat er ja Glück gehabt. Jetzt ist er weg. So, nein, Moment, nicht hier rauf. Ich muss die Schatzkarte nochmal inspizieren.
Wie war denn das nochmal? Nein, nein, warte. Schatzkarte. So. Das liegt aber eher hinter dem Felsen, ne? Also eigentlich mehr hier so. Ja, hier kann ich mich verstecken. Aber wenn ich eh lang genug brauche, ich glaube, irgendwann wird mir das auch angezeigt. Irgendwo hier müsste das sein. Ich weiß es nicht. Ich finde das teilweise echt ein bisschen schwer zu finden. Warte mal. Falls wir noch einen brauchen. Irgendwo hier müsste es sein. Ich glaube, irgendwann wird mir das auch angezeigt, wenn ich es nicht finde. Steht dann Graben. Da. Cool. Jetzt kann ich nämlich was herstellen. Einfach so kann ich es herstellen. Nein, nein, nein. Hier, Herstellung. Was kann ich denn jetzt herstellen? Ich habe Krokodilleder. Hä? Okay. Stellen wir einfach mal her, wenn wir das können. Warum nicht, wa? Ah, hier, cool. Ein Gesundheitsupgrade können wir uns dadurch herstellen. Das ist nice. Machen wir direkt. Also eine bessere Rüstung, würde ich mal vermuten. Wildschwein haben wir auch, machen wir auch. Pistolenbeutel, immer her damit. Rauchbomben, ja, nutze ich jetzt nicht so häufig, aber trotz alledem. Haijägermontur, jetzt können wir uns die herstellen. Machen wir uns die auch? Nö, irgendwie nicht. Ich finde die, die wir haben, eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Nee, ich will sowas auch nicht tragen, finde ich nicht cool. Wir haben ja unser Zeug, sage ich mal, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgebrezelt. Wo ist dieser verkackte Ort? Wo ist der Schatz? Ich will den Schatz jetzt finden, verdammte Kacke. Hier ist doch der Riesenfelsen. Hier irgendwo muss das doch sein. Hier, graben. So. Eine Schatzkiste. Und mit diesem gefundenen Schatz, Alter, 3000 Real haben wir bekommen. Boah. Die Schlangengalionsfigur ist jetzt in der... Oh, cool. Die Schlangengalionsfigur, die muss ich mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht benutzen wir die auch. Mal gucken. Mit diesem gefundenen Schatz verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch für diese Folge. Bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Haut rein, Leute.